I shall be quiet as a calm sea. Which is... So, du willst... So, sie ist ein bisschen umzingelt, also machen wir mal was dagegen. Geh mal gleich den Fernkämpfern auf den Sack. Du willst mal einen heiligen Platz. Immer einfach mal Handlauf legen. Wir haben die Mondmutter übernommen. Juhu. Jetzt ist die Mondmutter nicht mehr übernommen. So. Kopf der Mondmutter, auch wenn wir sie in Einzelteile. Der Kohlenfresser, okay. Ein einsames Mahl abgeschlossen. Trauernde Mutter kehrt mit Erfahrung und Zeug zurück. Es war nicht leicht für trauernde Mutter, den Kult aufzuspüren, der ein besonderes Interesse an der gekennzeichneten Person in einem so großen Gebiet entwickelt hatte. Schließlich aber gelang es trauernde Mutter, eine kleine Zelle von der Kultanhänger auszuheben, um bei dieser Gelegenheit eine Vielzahl belastender Dokumente zu finden. Die Gruppe nannte sich die Weiße Flamme und glaubt, dass die gekennzeichneten Personen als Wirtskörper für eine Reinkarnation von Iotas dienen sollten. Der Kult hatte begonnen, Personen mit dem Mal zu entführen und sie in Geheimverstecke zu bringen, um sie zu beobachten und Experimente an ihnen durchzuführen. Eine Karte, die trauernde Mutter entdeckte, zeigte mehrere dieser Zellen sowie neue Orte, die ihre nächsten Ziele sein sollten. Mit Hilfe der Schildträger von St. Elka konnte trauernde Mutter eine ihrer Festungen im Sif-Wald überfallen. Es ist ungewiss, ob die Macht der Weißen Flamme wirklich gebrochen ist, aber die Entführungen endeten kurz nach dem Ergreifen von trauernde Mutter. Nach dem Eingreifen, nicht Ergreifen. Märtyrer. Aha. So, wir haben eine neue Quest. Etwas ist in den schwarzen Hügeln von Abed erwacht. Ein großer und grauenhafter Titan, der sich aus dem Boden erhebt, um Kohleminen zu verschlingen und ihre Arbeit auszulöschen. Selbst die Leute, die auf dem Todesfeuerarchipel in der Nähe von Abed kommen, haben die Giganten bei den schreienden Klippen wandeln sehen. Niemand weiß genau, woher die Kreatur stammt oder wann sie aufhören wird, die schwarzen Hügel heimzusuchen. Aber die herrschende Familie von Abed scheint kein solches Interesse daran zu haben, direkt zu intervieren. Na dann mach du das mal, Palegina. So. Dann war das hoffentlich das letzte Mal, dass wir die Weißstein senken müssen. Wobei, gibt es hier Wurzeln, die wie Drachen aussehen? Also wie Drachenschwänze. Ah ja. Iveras Taucherhelm, ja, huhu. Das war das Ding, was ich dort finden sollte. Danke, kleines Mädchen.
Perhaps rest is in order. Oh ja, wir kommen am richtigen Ort raus, weil dann können wir gleich mit ihm reden. Talisa, Nesta hat mir die Bedingung des Handelsabkommens präsentiert. Wir lassen die Fischerei wohl doch geöffnet. Lustig, Nesta hatte eigentlich erwähnt, dass die Investoren sie schließen wollen. Und ich muss sagen, ich bin ihrer Meinung. Über die Minen hatte sie wohl nichts weiter zu sagen, als was wir schon besprochen hatten. Gut. Es ist zwar eine grauenhafte Vorstellung, dass Schmiede aus Trutzburg sich in die Arbeit an der Esse einmischen, aber wir können von ihrer Erfahrung profitieren. Alle werden profitieren, solange sie ihren Platz kennen. Alles weiß, das Handelsabkommen besser als alles, was ich je hätte aushandeln können. Ich unterzeichne es sofort und lasse es nach Trutzburg schicken. Ach ja, Nesta hat das für dich dagelassen. Sie hat gesagt, es hat ihr bei ihrer früheren Arbeit sehr geholfen. Erreicht ihr ein Stoffbündel? Noch einmal danke, Talisa. Mantel des Steuereintreibers. Risikoneigung abgeschlossen. Ich habe erfolgreich ein Handelsabkommen zwischen Stolwart und Trutzburg ausgehandelt. Und wir haben ein Heimlichkeit plus 2, Gewehrtalent Flucht, einmal pro Begegnung, Gewehrtalent Rauchwolke, einmal pro Ruhephase. Ah, nicht so besonders gut. Lass dem Nesta jetzt Flugdrachen, ja. I'm here. Es ist jetzt wie viel? 12 Uhr, okay. Ich habe die Kanonen sogar von hier gehört. Wenger hat offenbar jede Menge Spaß. Sie hat sie also doch abgefeuert. Suchst du Arbeit? Die Rotwasserlagerfeld werden niemand mehr unter Wasser zerren. Ich sage unserem Bau, dass sie ruhig schlafen können. Hier ist die versprochene Belohnung. So, Rotwasserlagerfeld ist abgeschlossen. Steuern eingetrieben. Ja. Dann wird es mal Zeit zu rasten. Es war ein Fehler, unser Tempel zu haben, mit uns Ehren umzuweihen. Nur, dass der Tempel halt leer stand, Kumpel. Und die Ondra-Priester da drin Betrüger waren. Back to warm your hands, eh? What can I do? Top quality bear. Ein Zimmer. Ups. Back to warm your hands. Top quality bear. Ein Zimmer, bitte. So, dann gehen wir mal in diese tolle Festung. Oder schleichen uns in diese tolle Festung. Ach, der nächste Ausgang ist doch eh hier oben. Das ist verdammt viel Erfahrung für die Brutmutter-Quest.
Wir kommen aber sicherlich am Tag an, habe ich das Gefühl. Bei 14 Stunden wird es 12 Uhr mittags sein wieder. Ich will aber lieber in der Nacht ankommen. Ja. Es ist 9. Stunde. Dann reisen wir nochmal zur Batterie und wieder zurück. Dann müsste es Abend sein. Also 9 Uhr abends. So, jetzt ist es 15 Uhr. Also ja, da sollte es 21 Uhr sein. Ja. I'm on the trail. Hier zwar immer noch jemanden rumlaufen. Okay, Bogenschützen. Oh, jemine. Oh, ein Enterhaken für mich gleich mal. Okay. Die patrouillieren hier trotzdem noch ordentlich rum. Die Soldaten beobachten dich misstrauisch. Also dich näherst, nachdem du in Hörreichweite bist, bedeutet dir einer von ihnen mit seiner Pistole stehen zu bleiben. Das ist nah genug. Was machst du dir? Hast du dich verlaufen? Ich bin hier, um mit dem Kommandanten zu sprechen. Der Kommandant empfängt keine Besucher mehr. Er musste die Stirn runzeln von oben bis unten. Hat Stalwart dich geschickt? Ja, ich bin aus eigenem Willen gekommen. Du solltest dich für eine Seite entscheiden, und zwar bald. Derek wird jedenfalls nicht mehr mit Boden oder Diplomaten zu tun haben. Du kommst zu spät. Aber warum seid ihr hier? Laut Darien ist Edric hergekommen, weil er eine Vision hatte. Was kannst du mir bei Edric sagen? Nimm mir mal das da. Da spricht zumindest dieser Darien die Wahrheit. Edric hat gesagt, dass es eine große Schlacht geben wird. Wir sind hier, um den Pass zu halten und Rezeres zu verteidigen. Er hat es gesehen in einem Traum. Eine Schlacht gegen wen? Wer sonst sollte Rezeres zerstören wollen? Der Tyrwald dürstet nach unserem Leben, genau wie Stalwart nach der Batterie gedürstet hat. Du hast schon mehr als genug Fragen gestellt. Los, verschwinde hier. Ich warne dich nicht noch einmal. That was rude. Even by local standards. Das war unhöflich, selbst für hiesige Verhältnisse. Okay. Oh, was ist mit dem hier? Diese Baumstämme scheinen erst kürzlich gefällt worden zu sein. Der Größe nach zu urteilen, zählten sie einst zu den älteren Bäumen in der Gegend um den Pass. Ein kleines Stück vor dir liegen die Tore der Festung fest verschlossen. Auf den Wachtürmen siehst du Umrisse von Bogenschützen, die die Umgebung absuchen. Die kühle Brise trägt den Gestank von brennendem Pech herbei. Nice and quiet.